Ah, ihr Verfluchten, ich bin der Bruger, das ist ein Horrorspiel und jetzt lese ich mal ein paar Leute vor, die richtig cool drauf sind, weil die unterstützen mich monatlich finanziell unter anderem. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bex King 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Jewel Buck, Kaito Kisue, Leon der Mettler, Lilly Valilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Hitchan, Metal Laguna X, Michelle Sanchez, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarek 90, Pupu Fischpup, Ralf 66, Rufus Platus, Seguyan Fantan, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Tami, Wantan und Wölfchen 099. Hi zusammen, Leute, ich bin der Bruger, das hier ist Family Curse und ich wünsche euch schon mal ein schönes Ostern, falls ihr das feiert oder falls ihr da in die Richtung irgendwas machen wollt. Müsste heute Karfreitag sein. Ja, also schöne Zeit euch und wenn ihr mich unterstützen mögt, könnt ihr das wie immer durch Likes und Kommentare oder auch durch die Kanalmitglieder Unterstützungsoptionen. Das machen nämlich schon einige, aber es springt ja immer wieder welche ab. Deswegen will ich mal von dann und dann immer wieder dran erinnern. Ist alles freiwillig, aber es freut mich natürlich sehr. So, wir starten mal neu. Diese Geschichte passierte mir an einem Julimorgen, als ich ein Einschreiben auf meinen Namen erhielt. In diesem Brief stand, dass meine Mutter, Jennifer Blackwood, plötzlich verstorben sei und ich nun die Alleinerbin des Blackwood-Anwesens sei. Diese Ereignisse verwirrten mich, denn ich kannte meine Mutter nicht einmal, da ich in einem Waisenhaus aufgewachsen bin. Alle meine Versuche, etwas um meine Eltern herauszufinden, haben mich immer in eine Sackgasse geführt. Aber jetzt ist dieser Brief der Schlüssel zur Beantwortung aller meiner Fragen, die ich mein ganzes Leben lang aufbewahrt habe. Es ist mir egal, was die Wahrheit ist. Ich will nur wissen, warum meine Eltern mich verlassen haben. Ja, klingt doch schon mal vielversprechend. Alleinerbin von einem Anwesen. Alles mysteriös und geheimnisvoll. Und die Maus ist ein bisschen langsam. Und ist kaputt. Bisschen dunkel, oder? Das sieht echt gut aus, ne? Mag das ja, wenn alles so ein bisschen detaillierter ist. Was? Es ist kalt. Ich muss den Kamin anzünden. Aber das Licht geht offensichtlich noch. Es ist kühl genug im Haus. Ich muss Streichhölzer finden, um den Kamin anzuzünden. Ja, und Feuerholz vielleicht. Ah ja, Streichhölzer. Zettel. Lieber Mr. Blackwood, wie vereinbart kam ich am Samstag vorbei, um die notwendigen Papiere abzuholen. Um die notwendigen Papiere abzuholen, was? Um die notwendigen Papiere abzuholen, aber ich konnte sie nicht finden. Warum ist... Hä? Nochmal. Lieber Mr. Blackwood, wie vereinbart kam ich am Samstag vorbei, um die notwendigen Papiere abzuholen. Aber ich konnte sie nicht finden, da einige der Räume verschlossen waren. So. Morgen werde ich ins Leichenschauhaus gehen und die persönlichen Sachen ihrer Mutter durchsehen. Ich denke, die Schlüssel sollten dort sein. Ich melde mich dann heute Nachmittag bei Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Jacob Miller. Sind sie nicht alle tot? Muss ja schon ein bisschen her sein, dass der Typ geschrieben hat. Oh, ich kann rausgehen. Draußen ist bestimmt Feuerholz. Es geht aber nicht von der Helligkeit, oder? Es ist nicht so dunkel. Ich denke... Hier lauter Flaschen. Ich könnte es hübsch hier, ne? Hier ist verschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Hier. Ja, ist eine dieser sehr hellen Nächte, wie man sieht. Hier kein Holz? Ach hier. Feuerholz.
Sehr gut. Machen wir das mal an. Ich will es dann hier auch ein bisschen heller insgesamt. Holz ist blau. Hell wird es nicht gerade. Willst du ein Nickerchen machen? Ja, warum nicht? Ich würde trotzdem erstmal die ganzen Türen abschließen vorher. Ich hätte ja so ein bisschen Schiss, dass da irgendwas reinkommt nachts. Denn wir. Warte mal, aber hier ist es nicht die Alleinerbin? Ich dachte, wir sind eine Frau. Dude, ey, was ist hier los? Was ist aus dem Haus geworden? Sind wir bei PT oder was? What the fuck? Ist das eine Leiche? Wer könnte es tun? Das ist eine halb aufgefressene Leiche. Guck dir das mal an. Boah, Alter, wie krass. Na, wer hat den Leichenschmaus hier begangen? Was ist das? Pain Away. Was da? Auch hier ein Werkzeug. Das kommt mir so bekannt vor, dieses Haus, ne? Das ist wieder so ein Unity-Haus. Habe ich das nicht. War das nicht genau dasselbe Haus bei Child Street? Nein, Child Street. Es war genau dasselbe Haus, ich sag's euch. Ja. Ah, da muss ich was einsetzen wohl. Fehlt ein Detail am Bild. Hier brauche ich einen, also einen Code. Ach komm, da steht sogar eine Jahreszahl 1876 bis 1951. Ach so, das Licht ist irgendwie ein Hinweis. Pentagramm, aber wenn es so rum ist, ist es ein Schutzsymbol. Es ist kein Symbol zur Teufelsanbetung. Spitze nach oben ist gut, nach unten ist nicht so gut. Oder je nachdem, wie man es dann sieht. Ah! Was war das denn? Fuck you! Krankenakte, Auszug aus der Krankengeschichte. Patient Lilly Krause. Alter 12 Jahre. Diagnose nicht festgestellt. Anamnese: Der Patient wurde mit Beschwerden über hohes Fieber, Migräneanfälle im ganzen Körper, Übelkeit und starkes Erbrechen, starke Kopfschmerzen aufgenommen. Den vorgenommenen Untersuchungen zufolge ist es möglich, eine Autoimmunläsion des Körpers zu beurteilen, aber die genaue Diagnose wurde nicht gestellt. Die vorgenommene Behandlung hat die Symptome rückläufig gemacht. Die Patientin wurde mit Besserungsdynamik zur weiteren Beobachtung durch einen Hausarzt entlassen. Behandelnder Arzt Gilbert Persica. Call John tomorrow. Morgen John anrufen. Employee Notice of Discipline. Aha. Das ist das immer, wenn ich die Scare-Momente verpasse. Wenn ich halt erschreckt werde, aber ich weiß nicht, was es war. Battle until death. Kampf bis zum Tode. Überall liegen Bürsten rum, überall wieder Schmerzmedikamente und hast du nicht gesehen? Ey. Man and his woman. How to grow super trees. Time to die. Wunderschöne Bücher. Hallo. Das Toilettenpapier ist richtig schön. Badewanne erst. Habe ich das Fenster zu? Das Fenster ist auf.
Schon ein bisschen spät, deswegen mache ich es mal lieber zu. Stromnetzsicherung. Mach da einfach eine Sicherung. Will ich, dass die Nachbarn die Polizei rufen? Wieder. Nein, haben sie noch nicht, aber... Zum Glück. Ich will nicht verschrien sein als der Typ, der immer rumschreit. In der neuen Wohnung hier. Hallo. Erstmal hier noch gucken. Ist das zum Speichern? Ich habe eben gerade gespeichert. Phono. Da war doch jemand. Aber die Kerze brennt aber auch nicht runter, ne? Beste Kerze. Ich dachte mir, dass die Tür jetzt zugeht. Wow! Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie noch da steht. Ah! Habt ihr das gehört? Dieses Rauschen beim Sample einspielen. Ah, das ist Stimmungskiller so ein bisschen. Hallo? Tanz! Mikro aus dem Bild. Bitte? Bitte? Habt ihr das... Was war das denn? Oh ne, es geht nicht mehr zurück, oder? Bild des Gärtners. Auch genannt Foto. Was? Barney Edward Adams. Altes Foto. Sieht aber sehr nett aus, der Barney. Ja, was sind man die Dolche hier? Also das Stiletto. Ich rate, ich muss die alle... Ah, okay, es ist nicht so einfach. So. Ich hab gedacht, es wäre so ganz einfach, dass also die geht von der Reihe raus, die im Umkreis. Oh, die Bärfigur, sehr gut. Ich weiß, wo ich die einsetzen muss. Mag ja Rätsel. Liebe Rätsel. Hier war nichts, ne? Was? Rabitat. Rabitias. War auch nichts. Bad war nix. Da habe ich, nee, da habe ich die Sicherung gefunden. So, hier war auch nichts. Mal alles abgucken. Wie viele Bürsten kann man denn in einem Haus haben, bitte? Wie viele Haarbürsten? Ich habe eine. Und mein Bart.
Und meine Tochter hat eine, ja. Ui. Schlüssel, was? Mit Code? Hä? Los mit Schlüssel, mit Code. Was für ein Code? Ja, die Haustür ist weg. Mal weiter. Die Leiche. Was das aussieht. Brauche ich ein Werkzeug? Aber ich habe eine Sicherung. Habe ich denn irgendwo einen Sicherungskasten gesehen bisher? Nö, ne? War die Gartenlaube vielleicht abgeschlossen? Ich muss mal gucken. Nee, die war auch offen, oder? Ach nee, hier brauche ich ja auch einen Code. Code. Sind halt Dreiecke drauf. Unten, oben, unten. Nee. Kann man nicht wirklich als Code bezeichnen, oder? Kommt es mir hier draußen jetzt noch dunkler vor, seitdem ich die Kerze habe? Oder ist es Einbildung? Weiß ja auch nicht. Hier oben habe ich ja alles geöffnet, oder? Weil die Blutspritzer. Jo, Sicherung habe ich. Warte mal, ich hab doch schon den Code für das Schloss draußen. Ich bin so ein Held. So, warte mal, der Code ist BEA. So. BEA. Ja, die Initialien vom Haus, vom Gärtner. Das war die Tür. Macht das so dramatisch hier? Hey. Alter, wow! Eine Axt! Dass mein Kopf gegen die Tür knallt, die ganze, gegen das Fenster die ganze Zeit. Noch was? Ne, das war's leider. Okay, ich weiß schon, wofür das jetzt wahrscheinlich ist.
Sehr gut. Oh, ich brauche noch den Schlüssel. Dein Ernst. Warum geht das nicht? Aha. Aha. Da ist noch eine Sicherung einzusetzen. Ich dachte, ich habe noch was vergessen im Gewächshaus, aber... War nicht im Gewächshaus, es war einfach hier draußen. Und jetzt, was macht das? Beat the Circuit. Ja. Gut, vielleicht passiert jetzt drinnen irgendwas. Hat sich irgendwas geändert jetzt hier drin? Ah, guck mal. Ah, das hat was, bestimmt was mit dem Code zu tun. Warte mal, 1912. Warte, 1832. Also 7, 4, 2, 6. Auch ein Schlüssel. Ach so. Ah. Den habe ich jetzt hier gebraucht. 7, 4. Oh. Nein. Muss ich hier denn eingeben? Wer als letztes... Nee, warte mal. Das Alter vielleicht. Der war 65. Der 24. 75. Also 65, 75. 68, 78. 80 und der wurde 30. Also 6. 6, 7, 2, 4. Ne, 6, 7, 4, 2. Noch 2, 4. Okay. So, was haben wir jetzt? Der Arzt sagt, dass die Behandlung nicht hilft. Lily fühlt sich schlechter jeden Tag. Ich weiß nicht, was uns helfen kann. Wir haben alle Möglichkeiten der traditionellen Medizin ausprobiert, aber das führt zu nichts. Heute brachte unsere Nachbarin Miss Dawson ein Absud von Kräutern mit und gab Lily zu trinken. In ihrem Befinden ist eine merkliche Verbesserung eingetreten. Ich weiß nicht, was es ist, aber es funktioniert wirklich. Miss Dawson kam vor etwa 6 Monaten in unsere Stadt. Wir kennen uns nicht sehr gut, obwohl sie in der Nachbarschaft wohnt. Als sie von unserem Leid erfuhr, sagte sie, sie könne uns helfen. Heute fühlte sich Lily wieder schlechter. Ein Absud von Kräutern hilft nicht mehr. Frau Dawson sagte, es gäbe etwas, das es auf jeden Fall helfen könnte und brachte ein hölzernes Idol mit. Sie sagte, dass dies eine uralte Gottheit sei, ein Familienstück, das ein Reinigungsritus von der Krankheit durchgeführt werden sollte. Gott, ich bin müde, es ist mir egal, was ich tun soll. Ich bin bereit, alles zu glauben, damit Lily sich besser fühlt. Heute führte Miss Dawson ein Reinigungsritual durch, wonach sie uns ein hölzernes Idol gab und uns sagte, es zu beschützen. Was kann mit diesem Stück Holz schon passieren? Dies wird kaum helfen, unsere Familie ist in Gottes Händen. Amanda und ich beten jeden Tag, Lily war nach dem Ritual schwach und schlief den ganzen Tag. Ich kann es nicht glauben, Lily geht es vor unseren Augen immer besser. Die Schmerzen werden rückläufig und sie hat wieder Appetit. Noch nie hatte sie die Brötchen, die Amanda gebacken hatte, so gierig gegessen. Es ist wie ein Wunder, sogar die Hautfarbe ist gesund geworden. Wenn dieses Reinigungsritual wirklich geholfen hat, dann sind wir Miss Dawson so... dann schulden wir ihr einiges. Es ist unwahrscheinlich, dass ich dieses Tagebuch führen werde. Lily ist völlig gesund. Alle Analysen sind normal und die Ärzte sind überrascht. Wir können nicht verstehen, was passiert ist, denn Lilys Krankheit war unheilbar. Aber das Kind ist völlig gesund. Wir dürfen niemandem von dem Ritual erzählen, denn Miss Dawson hat uns gewarnt, dass alles geheim bleiben muss. Und wer würde uns glauben? Ärzte sind Männer der Wissenschaft, nicht des Aberglaubens. In letzter Zeit ist mit Lily etwas Seltsames passiert. Sie ist sehr aggressiv. Meine Tochter tötete heute unsere Katze. Ich bemerkte, dass sie sich nach diesem Ritual sehr verändert hat. Sogar ihr Blick hat sich verändert. Manchmal habe ich Angst, ihr in die Augen zu sehen. Es scheint, dass es nicht Lily ist, sondern etwas anderes. Etwas Böses, das sich im Körper meiner Tochter versteckt. Ich hatte heute ein geheimes Treffen mit Pater Crawford in der Kirche. Ich erzählte ihm alles, was sie erlebt, was geschehen war und sagte, dass Lily einen Mann getötet hatte. Sie hat Miss Jane, die uns im Haus hilft,
Sie hat eine Frau getötet, nicht einen Mann, obwohl es da steht. Sie hat Miss Jane, die uns im Haus hilft, die Kehle durchgebissen und dann die Wände ihres Zimmers mit ihrem Blut beschmiert. Pater Crawford versprach, dass die Polizei nicht dass er die Polizei nicht informieren würde und heute Abend zu uns nach Hause kommt. Er vermutet, dass das Heilungsritual für Lily eigentlich ein Ritual für eine Person war, um von einem Dämon besessen zu werden. Pater Crawford sagte, er könne uns helfen, aber dann muss ich es dem Sheriff sagen. Gott stehe uns bei. Die Befürchtungen wurden bestätigt. In Lillys Körper lebt etwas Schreckliches, Böses. Pater Crawford weiß nicht, welcher Dämon in Lily steckt. Um ihn herauszutreiben, müssen wir seinen Namen kennen. Ich muss ein ernsthaftes Gespräch mit Miss Dawson führen. Nachdem sie meine Tochter geheilt hat, hat sie einen schrecklichen Fluch auferlegt. Amanda wird David heute in eine Behausung in North Carolina bringen und und ihn dort eine Zeit lang lassen. Es ist zu gefährlich für ihn, jetzt in der Nähe seiner Schwester zu sein. Wir bringen ihn zurück, nachdem wir das Exorzismusritual durchgeführt haben. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern. Lass mich raten, wir sind David. Okay, es geht nicht weiter. Ja, wir sind David und... Was ist also passiert? Meine Familie hat mich nicht verlassen. Ich war versteckt, weil es hier zu gefährlich war. Ich wusste es doch. Und die Schwester hat alle umgebracht, der Dämon. Kellerschlüssel. Was? Cool Story, bra. Geht die Tür nicht auf. Ja, unsere Schwester ist also die, die an allem nicht schuld ist, aber es sah halt aus wie ein Autoschlüssel, nicht wie ein Kellerschlüssel, aber ist ja auch egal. Ich nehme noch auf, ne? Alles gut. Ofen gesehen. Oh! Ah! Offensichtlich lebt sie noch und ist hier im Haus. Ah, hey. Körperteilchen. Geil. Das ist ein riesiger Keller, Alter. Kevin Wagner, 12th grade, ist klar. Warum sind hier irgendwelche Zellen? Und wer mampft da? Das schmeckt's. Oh, ich würde schmatzen, so widerlich, ne? Ach. Alter. Alter. Wenn jemand meinen Brief findet, lauft von diesem Haus weg oder sie werden von dem schrecklichen Bösen, das in meiner Tochter lebt, zerrissen. Wir haben versucht, ihr den Dämon auszutreiben, aber er verstand unseren Plan und tötete alle außer mir. Der Dämon ließ mich am Leben, weil er jemanden brauchte, der sich um ihn kümmert. Ich kann nicht aus diesem Haus entkommen, das Böse ist in meinen Geist eingedrungen, meine Gedanken sind nicht mehr zu kontrollieren. Die letzte Wahl ist, mein Leben in diesen heilen Momenten, in denen ich wieder zu Verstand komme, zu beenden. Die Mutter... Mutter lebt also auch noch. Scheiße. Schon ganz gelb und verwest, die Leichen. Das ist für die Tür zum Hinterhof. Ah. Wie viele Menschen hat die gefressen, bitte? Noch mehr Leichen. Mumifizierte sogar. Ach du.
Alles mitnehmen, was geht, ne? Cool. Der Leichenfresser ist weg. Danke. War jetzt hinter mir, ja, ne? Ich muss doch... Ah! Die blöde Sau, ey. Ich muss sie verbrennen oder so. Oh mein Gott, Alter, dieses Spiel, ekelhaft. Die ganze Atmosphäre, jetzt mit den Leichen noch dazu. Und, oh, fies. Ich kann nicht entkommen jetzt so einfach, das wäre viel zu schnell. Natürlich ist da noch ein Haus. Vielleicht bis Dawson. Eine Leiter könnte ich gebrauchen. Einfach so, weil, ne? Ich sag ja, in Horrorspielen generell, nimm mit, was du kriegst. Oder generell. Ich würde niemals irgendwo hingehen, wenn ich weiß, ich investigiere oder ich gucke mir auch nur ein altes Gebäude an, was ich geerbt habe oder sonst. Ich würde niemals ohne Werkzeug da hingehen. Niemals ohne meinen. Ich liebe Neuengland. Vielleicht. Ich würde niemals ohne meinen Multitool hingehen. Immer ein Messer dabei, eine Schere dabei. Schraubendreher, immer. Rockenzieher, weiß nie für was. Ale. Ah ja. Was ist das? Was macht's für einen Sinn, ein Haus im Hinterhof zu haben, das du nur über die Hinterhoftür erreichen kannst und dann noch einen Briefschlitz für Post und innen ist er nicht mal da, der Briefschlitz, nur mal so. Was ist das? Was macht das für einen Sinn? Und ein Ouija-Board, Runensteine, Miniaturschädel, noch eine Leiche. Jetzt kommt Resident Evil Musik oder was? 13.07.2003. Wir gingen mit Lillys Vater zu Miss Dawson nach Hause. Und das war ein großer Fehler. Sie führte alle ihre Rituale in der Astralwelt durch. Nachdem wir die Schwelle dieses Hauses überschritten hatten, fanden wir uns in einer anderen Realität wieder. Und jetzt sind wir Gefangene dieses Hauses. Ich habe herausgefunden, dass jeder Dämon seinen eigenen Zufluchtsort in der anderen Welt hat. Wenn wir das Zuhause dieses Dämons finden, können wir Lillys Seele finden und das Ritual unterbrechen. Wir müssen dazu ein okkultes Buch und ein Ritualmesser stehlen, mit der sie dieses Übel geboren hat oder so. Und zerstöre das Manuskript, indem du es mit einem Messer durchbohrst, direkt in den Hallen der Dämonen, wo Lillys Seele versteckt ist. Möge der Herr uns helfen. David, ist diese Notiz von 2003? Es ist also 20 Jahre her, seit mein Vater und der Priester hier gestorben sind. Und der Verstand meiner Mutter wurde all diese Jahre von einem Dämon kontrolliert, bis sie sich vor einer Woche das Leben nahm. Jetzt verstehe ich, warum sich das Haus meiner Eltern verändert hat, als ich aufgewacht bin. Ich betrat die astrale Welt, aber warum hat die Hexe das Ritual in so vielen Jahren nicht vollendet? Ich muss zu Ende führen, was meine Eltern begonnen haben. Und rette meine Schwester retten. Oh, wie fies er aussieht. Voll der markante Typ, ey. Der ist doch nicht 20 Jahre tot. Die Augen alle. Hm. Apropos, ich freue mich schon auf das neue Layers of 4, Leute. Wer furzt das hier schon wieder? Ja, komm mal, Hackerbein mitnehmen. Oder von mir aus auch so ein Kartoffelstampfer. Weiß egal, habt ihr das eine Waffe, ey.
David. Wir müssen taktisch sein jetzt. Alter, wie viele Stockwerke hat dieses Haus? Aus dem Sputze hier. Hallo? Seltsamer Schloss mit Symbolen. Ich muss herausfinden, wie man es öffnet. Nun. Ah, fuck you. Die Dreckspuppe. Aha. Das ist eine Scheune. Wunderbar. Teufelsbaby. Ganz hinten. Heute ist aber noch richtig rum, das gefällt mir nicht. Boah. Der Runensteine. So. Die Puppe erwacht gleich zum Leben und macht irgendeinen Scheiß. Mama! Da war die Big Mama. Was hat es jetzt gebracht, dieses Tape zu sehen? Ja, gehen wir mal zur Scheune, ha? Huh? Wenn man es so bezeichnen kann, ist es mehr ein Schuppen, aber ist ja auch egal. Damit. Autobatterie. Wie denn? Brauche ich bitte eine Autobatterie? Kann mir jemand erklären? Na, guck mal hier. Du kommst nicht mal an das Haus ran und musst hier durch den Hinterhof vom anderen Haus, wie gesagt. Und da hat sie ihren Briefschlitz. Für was denn? Und sie sagte, in dem Tagebuch sagte sie, sie wohnt in der Nachbarschaft. Sie wohnt direkt bei euch nebenan. Das ist was anderes, als in der Nachbarschaft zu wohnen, wenn du mich fragst. Eine Batterie. Lass mich mal überlegen. War das im Keller, wofür wir eine Batterie brauchten? Ah, ist schon wieder. Warte mal. Habe ich das nicht auf den... Warte. Da ist doch ein... Ja, guck. So ein Kelch, dann Spitzhacke. Dann ein Haar. Und ein Y. Okay, ich glaube, ich hab's. Ja, das ist ein bisschen gedauert. Ich bin nochmal hier ins andere Haus gelaufen, wieder hierher. Ich glaube, ich hab's rausgeschnitten, hoffe ich. So, da. Spitzhacke, das Haar. Und das Y. Ja. Es gibt ja sonst keine andere Möglichkeit. Was man noch machen kann, meine ich.
Bitte, tubili, bili, bili, zicke, zack, zack. Voll fesch. Oh nein, ist hier nicht die Mutti? Dicke Mutti. Was ist das für ein Haus? Ja! Mal, ist das nicht nochmal? Okay. Scheiß. Das Maskottchen, was? Oh, was ist das für ein Haus? Hört nicht mehr auf. Oh, der hat den Pinky Bone hier. Ist das Scheiß? Die Riesenbutze, die hört gar nicht mehr auf. Oh, hi, bist du auch wieder da? Ich brauche einen Schlüssel, okay. Diese Kinderzeichnung sieht aus wie eine Landkarte. Ah, hinter dem Schuppen ist was. Okay. Hoffentlich kommt die Teigmutti nicht wieder und verfolgt mich gleich. Okay. Hier, sie ist weg. Sehr gut. Da war sie gerade. Wie viele Räume es hier gibt. Und es gibt... Ach nee, warte, warte, warte. Jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Alles klar. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Ja, aber als ob die Alte so ein riesiges Haus hat. Erzähl es mir nicht. So. Schlüssel drin. Viel Zeug. Ein kleiner Schlüssel. Bin aber nicht fertig da drin. Leider. Narzt. Thank you.
So. Batterie? Ja. Nein, sie kommt jetzt nicht hier rein, oder während ich gerade hier am Machen bin. Ekelhafte. Okkultes Buch. Denn, ah, da ist sie. Hör auf. So. Das Buch vielleicht hier für diesen Beschwörungskack. Hier? Nee. Brauchen wir noch so einen pinken Knochen dafür? Das Kind hat einen Slip an. Danke. Ein ritueller Space-Knochen. Bitteschön. Hä? Jetzt? What the fuck? Akzeptiere, Herr, das Blut dieser Familie und komme auf die Erde, um zu herrschen. Was? Was mit Ritual und Hexe? Keine Ahnung. Hey, was mache ich jetzt? Hol das Buch. Ich dachte gerade, Mutti kriegt mich noch. Hab ich das Herz hier? Ja! Platzen! Oh!
Du hast also das Messer, ja? Schaut ein bisschen fies aus alles. Lass mich verarschen. Ja, direkt vor der Tür. Ah, komm, hol mich. Gehe ich halt runter an den Spiegel. Aha. Was, wo bin ich jetzt? Bin ich? Ist nix. Aha. Das ist neu. Hey. Okay. Also was für mal öffnen. Achso, warte, ich muss wieder irgendwelche Symbole hier rauskriegen. Hä? Aber wie? Ey, uncool. Warte mal. Mit den Pfeilen hier. Das hier ist Y. Das hier. So. Dann ist da oben. Das hier ist das andere Y. Ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt. Und das hier. Das hier. S. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge. Mal so. Das war richtig. Das Triforce. Ich hab's. Pyramidenförmige Figur. Pyramide? Ich sah in der Tür im Keller meines Elternhauses ein Bild mit derselben Pyramide. Okay, also sind wir jetzt endlich fertig. Im Haus von Miss Dawson. Spiegel ist wieder da, sehr gut.
Ah! Ich bin hier raus, wieder Einlauf. So. Entschuldigung. Bin immer noch krank, ist es so ätzend. Sollte ich eigentlich nicht mehr sein, schon lange. Hier läuft. Die Kerze bewegt sich so langsam dafür, dass wir so schnelle Schritte machen. Das macht er mit Absicht, so komische Bewegungen mit der Hand. So. Aber den Keller, ihr Schweine. Ist hier irgendwas verbrennen? Nee. Dass mich wieder ansprintet. Gut. Der Leichenfresser noch irgendwo. Und die Beine weggefressen. Schmecken am besten. Aussieht überall. What the fuck? Was ist das für ein Szenenwechsel? Aber stirbt sie jetzt nicht? Sie hat doch so eine unheilbare Krankheit, unsere Schwester. Sechs Monate später. Was für ein Zufall. Ah. Oh. Ein schönes Haus jetzt, ne? Lilly, komm runter, das Frühstück ist fertig. Sie lebt echt noch? Ach, jetzt kommt sie runter wie das Kind bei Exorzist. So rückwärts die Treppe, weißt du? Alter, wie geil! Das war jetzt Lilly mit dem Fleischgesicht. Ja, Leute, das war Family Curse. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's echt. Ja, es war auf jeden Fall unterhaltsam. 0815 Horror, aber unterhaltsam. Ich hoffe, ihr seid beim anderen oder beim nächsten Spiel dabei, das ich spiele. Morgen kommen hier erstmal die drei kurzen Horror-Games und dann am Sonntag wieder natürlich die kurzen Horror-Filme, die wir zusammen anschauen. Ich bin gespannt. Danke fürs Zusehen, danke fürs Kommentieren und fürs Liken. Wir sehen uns. Macht es gut und tschüss.